Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 83. Folge von Schäuber fragt nach. Wobei, laut einer Zählung der SPÖ ist es nicht die 83., sondern die 38. Folge. 5 Folgen wären ungültig gewesen und der Podcast hieße auch nicht Schäuber fragt nach, sondern Nacher fragt Schäub. Das wird aber alles noch geprüft. Die SPÖ möchte sich jetzt selber noch einmal nachzählen. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen, bei Aufnahme dieser Folge war Hans-Peter Doskozil noch eine Stunde lang Parteichef. Wer es bei der Ausstrahlung dieser Folge ist und wie lange er es bleibt, kann man leider nicht mit Sicherheit sagen. Als Reaktion auf diesen Podcast höre ich oft die Frage, woher weißt du das eigentlich? Die Antwort ist in vielen Fällen erschütternd banal und lautet, weil ich Zeitungen lese. Und ja, da sind natürlich auch echte Nischenmedien dabei, die manchmal nur von Insidern und Liebhabern gelesen werden. Wie zum Beispiel die Kronenzeitung. Ja, Sie haben richtig gehört, auch dort erscheinen Texte, die offenbar außer mir niemand liest. Ich vermute nicht einmal die Macher der Kronenzeitung, weil es schwer vorstellbar ist, dass diese Texte sonst erscheinen würden. Konkret eine vor über einem halben Jahr in der TV-Beilage der Krone erschienene Kolumne, in welcher der laut Kronenzeitung Autor, Sänger, Moderator und Entertainer Matt Schuh Klimaaktivisten als Kakerlaken, Abschaum, Müll und die unterste Kaste der Individuen bezeichnet und es daher durchaus legitim findet, ihnen einfach lustvoll in die Fresse zu hämmern oder sie mit einer russischen Militärschneefräse zu überfahren, die rückstandsfrei 60 Idioten pro Minute von der Straße lösen könnte, ohne sich selbst die Hände zu beschmutzen. Mit einiger Verspätung hat das dann doch noch wer anderer gelesen, nämlich der österreichische Presserat, der daraufhin eine offizielle Rüge ausgesprochen hat, wonach der Text auf schwerwiegende Weise gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse verstößt. Insbesondere die darin geäußerten Tiermetaphern, Vernichtungsfantasien und die Gutheißung von körperlicher Gewalt seien medienethisch unzulässig und erinnern an nationalsozialistische Praktiken. Harald Fiedler vom Standard hat Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann um eine Stellungnahme dazu gebeten, aber leider keine bekommen. Einzig sichtbare Reaktion der Krone ist ein Leserbrief von Anfang April, in dem ein Herr Friedrich Engelmann, möglicherweise der Gründer der ultrafundamentalistisch-katholischen Zeitung der 13., schreibt, Matt Schuhs Kommentar sei, Zitat, das Beste, was die Krone zu bieten hat. Also nein, ein derartig vernichtendes Urteil hat die Krone auch nicht verdient. Ich werde sie weiterhin lesen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erzählen, wenn was Bemerkenswertes drinstehen sollte. Und heute habe ich sogar einen Sonderbonus für Sie. Ich erzähle Ihnen, was in der Kronenzeitung stehen hätte sollen, aber aus mir unbekannten Ursachen dann nicht gestanden ist. Woher ich das dann überhaupt weiß? Weil ich unmittelbar davon betroffen war. Vor ein paar Wochen hat mich vor einem Auftritt im Burgenland die Burgenland-Ausgabe der Kronenzeitung um ein Interview gebeten. Ich habe natürlich freudig zugesagt. Die Redakteurin hat mir per Mail ihre Fragen geschickt. Ich habe sie prompt beantwortet und dann habe ich nichts mehr gehört. Und das Interview ist nie erschienen. Ewig schade. Aber damit die ganze Aktion nicht völlig umsonst war, bekommen eben meine Hörerinnen und Hörer jetzt wirklich exklusiven Content. Hier ist die Originalfassung meines nie erschienenen Interviews mit der Burgenland-Krone. Die erste Frage der Redakteurin lautete: Das Burgenland wirkt wie eine Insel der Seligen,
wo alles besser und sozialer funktioniert als im Rest von Österreich und der Welt. Stichwort Wärmepreis und Mietpreisdeckel, Pflegestützpunkte, Baulandabgabe, Flüchtlinge, Top-Gehälter für Ärzte und Erhöhung des Mindestlohns auf 2000 Euro. Trauen Sie dieser Idylle? Darauf habe ich Folgendes geantwortet. Respekt, mit dieser Einleitung hätten Sie sich schon für den Posten des ORF-Landesstudio Burgenland-Direktors qualifiziert. Eitel, Wonne, Waschdruck. So wirkte die Politik von ÖVP-Mastermind Sebastian Kurz, bevor ihm und seinem Gefolge pikante Chats zum Verhängnis wurden. Orten Sie als investigativer Kabarettist auch im Burgenland perfide Intrigen, schamlosen Postenschacher und Korruption verschiedener Ausprägung? Bitte um Beispiele! Das Hans-Peter Doskozil dem ungarischen Clan-Kriminellen Viktor Orban bei einem Besuch ein Rapid-Trikot geschenkt hat, erfüllt das Delikt Herabwürdigung religiöser Symbole. Wissen oder erahnen die Burgenländer diese Missstände und Ungereimtheiten in ihrem Land? Und wenn ja, warum sind die allermeisten bei entscheidenden Wahlen trotzdem rot bis in den Tod? Woran könnte das liegen? Ein Bundesland, in dem sogar eine Figur wie Hans Niesel gewählt wurde, ist diesbezüglich vermutlich schmerzbefreit. Welcher Sickerwitz kommt Ihnen eigentlich in den Sinn, wenn Sie an den seichten Neusiedlersee und die Schlammbaggerei denken? Vielleicht ist das auch eine Sozialmaßnahme der Landesregierung, damit im Burgenland keinem mehr das Wasser bis zum Hals steht. Haben Sie eine Idee, was man mit all dem Gatsch sinnvollerweise anstellen könnte? Nach Pinkerfeld schicken, vielleicht kann Norbert Hofer seine Formula Fortuna Glücksspielen daraus machen. Was kann Doskozil definitiv besser, aber auch garantiert schlechter als Randy Wagner? Besser den Mund aufmachen, wenn etwas gesagt gehört, schlechter den Mund halten, wenn dem nicht so ist. Gesetzter Fall, dass unser Landeshauptmann Bundeskanzler wird, bräuchte er Pferdenarr Herbert Kickl als Steigbügelhalter? Bestenfalls als Pferdeentwurmer. Wie würde Doskozil Ihrer Einschätzung nach wohl sein Amt anlegen, wenn er bei der Nationalratswahl das Rennen macht? Hoffentlich besser als die beiden letzten Vorgänger, wobei die Latte diesbezüglich tief liegt. Was könnte er noch gut, falls es nix wird? Kronenzeitungskolumnist. Ja, mal schauen, ob Doskozil diese Jobidee noch aufgreifen wird. Die Krone muss sich jedenfalls keine Sorgen machen, wer immer die burgenländische Landesregierung oder auch die Bundesregierung künftig anführen möge. Für den heimischen Boulevard wird es immer genug Regierungsinserate geben. Übrigens auch für den Fall, dass Herbert Kickl da künftig mitreden könnte. Denn dass der beim Thema Inseratenkorruption rasch lernfähig ist, hat er schon in seiner Amtszeit als Innenminister bewiesen. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage wurde festgehalten, welchen Medien das Innenministerium unter Herbert Kickl im ersten Halbjahr 2018 wie viel Geld für Werbung für die Polizei bezahlt hat. Überlegener Sieger mit 305.865,25 € war das zeitungsartige Produkt Österreich, gefolgt von Heute, Kronenzeitung und der Red Bull werbeillustrierten Red Bulletin. Im Gegensatz zu Mitbewerbern mit geringerer Reichweite wie etwa das Neue Volksblatt oder Feuerwehr.at gingen der Standard oder auch die Presse komplett leer aus, was beide aber nicht kränken musste. Wolfgang Fellners käufliches Gratisblatt wird immer wieder mit dem Attribut dümmer als die Polizei erlaubt beschrieben und daher wohl von polizeiaffinen Menschen besonders häufig zu Beobachtungszwecken gelesen. Krone und Heute wiederum rückten Fotos von Polizeipferden und Berichte über Antiterrorübungen verlässlich prominenter ins Blatt als Enthüllungen in der BVT-Affäre. Und dass man es als vom äußersten rechten Flügel kommender sich mit einem flügelverleihenden Medienhaus gutstellen will, ist auch irgendwie verständlich.
Unter diesem Aspekt verwundert es mehr, dass zwar auch die bekannten Realitätsdissidenten 1 Kilometer rechts von Rechtsaußenmedien alles Roger und Wochenblick mit Inseraten beschenkt wurden. Als angehender Polizist muss man sich an den Umgang mit Falschaussagen gewöhnen. Nicht jedoch die FPÖ-eigene alternative Faktenmanufaktur unzensuriert.at. Das könnte wiederum daran gelegen sein, dass diesem Medium schon auf andere Art geholfen wurde. Bei Kickels rechtswidriger Razzia im Verfassungsschutz wurden auch Datenträger über Aktivitäten der rechtsextremen Szene beschlagnahmt, obwohl die Leiterin des Extremismusreferats im BVT-Ermittlungsverfahren nur als Zeugin geführt wurde. Allerdings hatte sie sich zuvor äußerst kritisch über unzensuriert.at geäußert, dessen ehemaliger Chefredakteur zum Zeitpunkt der Razzia Kommunikationschef bei Herbert Kickl war. Kickl könnte also den in der heimischen Politik von ÖVP, SPÖ und FPÖ praktizierten Brauch der verdeckten Presseförderung um eine neue Dimension erweitert haben. Vielleicht nicht dimensions-, aber auf jeden Fall horizonterweiternd sind die Tropfen, die mir der Weinhandel-Weinskandal hier Woche für Woche zukommen lässt. Der heutige kommt aus dem Burgund, nämlich aus Saint-Aubin, einer der letzten Regionen, wo man noch immer halbwegs leistbare Burgunder entdecken kann. Der Bourgogne Blanc 2020 von Sextant ist so einer. Ein reinsortiger Chardonnay, der zeigt, dass auch in sehr traditionell orientierten Weinbaugebieten biodynamische Bewirtschaftung Ergebnisse hervorbringt, die mit den großen Gewächsen der Region durchaus mithalten können. Prost! Ich konnte heute schon einiges darüber erzählen, was die Kronenzeitung so alles schreibt, aber auch, was sie so alles nicht schreibt. Stellt sich die Frage, wie wird das entschieden? Darüber kann mir vielleicht mein heutiger Gesprächsgast Auskunft geben. Es ist der ehemalige Chronikchef der Kronenzeitung, Thomas Schrems. Grüß dich, Thomas. Servus, Florian. Du hast vor 2 Jahren Florian Klenk ein Interview gegeben, in dem du sehr offen die Hintergründe der Berichterstattung in der Kronenzeitung geschildert hast. Das wurde damals von den meisten österreichischen Medien ignoriert. Das wird jetzt aber nicht mehr so leicht gehen, denn dieses Interview spielt eine prominente Rolle im Geständnis von Thomas Schmid. Der hat vor der WKStA ausgesagt, die Schilderungen von Thomas Schrems decken sich in weiten Bereichen auch mit meinen Wahrnehmungen. Das gelte zum Beispiel auch für deinen Satz. Das Zusammenspiel von Boulevard und Politik in Österreich ist ein subtil gewobenes Geflecht der wechselseitigen Begünstigung, ein Sumpf aus systemischer Korruption. Da gibt es nichts zu beschönigen, das ist die Realität. Wie bist du in diese Realität hineingeraten? Vielleicht ganz kurz meine Anfänge. Ich war Reporter in Salzburg, 13 Jahre lang für die Kronenzeitung und habe von dort immer schon einen Ausweg gesucht. Also genau genommen wollte ich am ersten Tag schon weg. Das mag etwas unglaubwürdig klingen, aber es ist so. Man hat mich damals zu einer Geschichte geschickt mit 2 toten Kindern bei einer Maisernte und mein Auftrag war als Rookie, ich sollte Fotos dieser toten Kinder keilen. Und da habe ich mir gedacht, in welchem Wahnsinn bist du da eigentlich hineingeraten? Ja, es hatte viele persönliche Gründe, dass ich trotzdem geblieben bin, auch mit Gründen, nicht vor meinen Eltern als Versager dazustehen und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen. Aber ich habe mich durchgebissen und habe dann erstaunlicherweise dort eine im Sinne der Krone gute Karriere hingelegt. Und dann kam dieser unselige Tag mit Capron, mit der Seilbahnkatastrophe damals im Jahr 2000. Damals hat man in Wien meine Talente für sehr schnelle und auch brauchbare Berichterstattung entdeckt und daraufhin hat man mich nach Wien geholt. Und es war mir eigentlich sehr recht, von Salzburg wegzukommen. Ich wollte schon ein paar Jahre vorher aufhören, habe nebenbei begonnen, Anglistik und Romanistik zu studieren, als geistigen Ausgleich zur Arbeit gewissermaßen, was bei 70 Stunden und am Kleinkind zu Hause gar nicht einfach war. Und dann war ich zuerst Stellvertreter der Österreich-Chef und also Chronik-Chef und später dann auch hauptverantwortlich. Und mit dem Wechsel nach Wien war meine Hoffnung natürlich groß,
dass ich etwas ändern könnte, aber es wurde, wie ich vorher nicht erahnt habe, wesentlich schlimmer. Ich bekam dann mit der Politik zu tun. Und das hat dann einfach aufgrund der Funktion dazu geführt, dass du sehr rasch sehr viel Nähe zu hohen politischen Vertretern bekommst. Und ich habe von Tag zu Tag gemerkt, das wird für mich immer schwieriger, das zu ertragen. Zu diesem ganzen Umfeld hat natürlich auch dann ein Thomas Schmidt und ein Sebastian Kurz und wie sie alle heißen mögen, gehört. Der Thomas Schmidt sagt auch, dass die Kooperationen mit Medienhäusern zwei Effekte mit sich bringen, nämlich einerseits die leichte Platzierbarkeit der gewünschten redaktionellen Inhalte, aber ebenso bedeutsam die Vermeidung unangenehmer Nachrichten. Wie hast du das erlebt? Naja, das hat sich, es gibt da ein Beispiel, das ich in dem Interview mit Klenk angeführt habe, das ist aber nur eines von vielen. Es war mir nur deswegen so eindrücklich in Erinnerung, weil es, glaube ich, das erste Mal war, dass es unter meiner hauptverantwortlichen Leitung des Ressorts geschehen ist, das hatte mit dem Schmidt zwar noch nichts zu tun, aber das System war das gleiche, wo dann eine 3-4-tägige Berichteserie über Missstände bei Wiener Wohnen vom jungen Dichert, von Christoph Dichert, abgedreht wurde. Der kam in mein Büro und hat gemeint, ja, das ist alles sehr schön, aber jetzt ist Schluss, weil die inserieren bei uns um 300.000, 400.000 Euro. Und damit war die Berichterstattung erledigt. Und das war aber kein Einzelbeispiel, das war nur eines von ganz vielen. Ist man nicht als Wiener Wohnbaustadtrat automatisch auch inoffizieller Schutzpatron der Kronenzeitung? wenn man Feimann heißt, ganz sicher. aber ich glaube, es war auch nachher so, ja. Letzten Endes. Wie hast du denn überhaupt erlebt, die Zeit mit Werner Faymann? Da hat es ja immer geheißen, dass er besonders guten Kontakt zur Kronenzeitung gehabt hat. Ja, also er hatte nicht zu Unrecht den Spitznamen, den Senatenkanzler, und er ging ja auch ein und aus im Haus dort. Wurde sehr oft gesehen und ist direkt in den Lift eingestiegen, der ohne Stopp in den 16. Stock hinaufgeführt hat zum alten Dichern. Das war schon ein gewisses Naheverhältnis, ja. Und er soll ja, wie es heißt, ist aber immer unbestätigt geblieben, den alten Hans Dichernd Onkel genannt haben. Das stimmt, ja, das habe ich auch gehört, die Geschichte. Es hat auch zu Spekulationen geführt, dass er tatsächlich verwandt sei. Das dürfte aber nicht stimmen, oder? Weiß man da Genaueres? Ich weiß da nichts Genaueres, nein. Also nicht jeder, der den Paten Onkel nennt, ist automatisch ein Neffe auch. Ne? Das ist nicht zwingend, ja. Aber das ist ja auch bei der Camorra nicht so. Natürlich. Nein, man muss gewisse Formalitäten müssen gewahrt bleiben im Umgang. Ja, genau. Frage. Ja. Du hast doch gesagt, Sebastian Kurz hat in der Krone ein Spiel des Gebens und Nehmens bis zur Perversion perfektioniert. Er hat geschaut, was so an manipulativen Dreck reingeht und ob er damit durchkommt. Wie hat das in der Praxis ausgeschaut? Er hat das, wie ich erst ein bisschen später zu begreifen begonnen habe, schon sehr gezielt und sehr geschickt aufgebaut. Er hat da von Anfang an die Nähe zu den Medien gesucht, auf seine ganz eigene Art und Weise. Das war schon in seinen Anfängen so, als er noch Staatssekretär für Integration war und dann ja eine bemerkenswerte 180-Grad-Kehrtwende hingelegt hat, also auch rein inhaltlich. Ich erinnere mich da beispielsweise an eine Reise mit ihm, da waren wir in der Türkei. Und da waren wir, glaube ich, beim damaligen Regierungschef oder irgendwo. Und am Ende des Besuchs hat der Kurz etwas gemacht, was auf dem politischen Bankett ein absolutes No-Go ist. Wir haben gemeinsam dort diese Räumlichkeiten verlassen. Und der Sebastian Kurz ist nicht zum Regierungschef in den Wagen gestiegen, sondern zu uns Journalisten in den Begleitbus. Und da hat er sich wirklich tödliche Blicke hat sich eingefangen. Aber es dürfte genau diesem Zweck gedient haben, eben Nähe zu schaffen. Das ist nur so ein ganz kleines Beispiel. Ja. Später, wie er dann immer einflussreicher wurde, dann wie er dann auch schon letzten Endes Außenminister war, hat er meistens seinen Bullterrier genannten Adlatus, den Gerald Fleischmann, vorgeschickt. Aber nicht immer. Ja, man weiß ja auch von Kurz, dass er oft persönlich bei Journalisten interveniert hat. Ja, hat er auch, ja. Ja. Immer wieder auch mit der Frage, warum mögt ihr mich nicht, wenn irgendwas gekommen ist, was ihm nicht gefallen hat. Ist das nicht auch ein Zeichen von fehlender Souveränität? Definitiv. Der Kurz war immer sehr darauf bedacht, welche Außenwirkung er hat. Und
das natürlich auch bei Journalisten. Das hat er zum Beispiel auch damals, bevor er Außenminister wurde, hat er mich und ich bin mir ganz sicher auch ganz viele andere Journalisten angerufen und mehr oder minder um deren Meinung gefragt, was sie davon halten. Ob er Außenminister werden soll, genau. Wollte er wissen. Mhm. Genau, genau. Also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie, wo ich mir damals eingebildet hätte, das wäre jetzt ein Zeichen einer besonderen Nähe oder Vertrautheit, sondern ich gehe davon aus, das hat er bei bestimmten Medienvertretern systematisch gemacht. Das ist aber schon im Nachhinein gesehen besonders faszinierend. Du, ärgert man sich, dass man damals gesagt hat, na bitte Sebastian, lass es gut sein, versuch's in der Privatwirtschaft. Ja, das habe ich mir sehr oft gedacht nachher. Aber es hätte nichts geändert, wenn ich das gesagt hätte. Vielleicht hat er länger überlegt, das kann ja auch sein. Wir wissen es. Da würde ich mich selbst zu sehr jetzt, glaube ich, würde mir zu selbst zu viel Wichtigkeit zusprechen. Du hast vorhin den Gerald Fleischmann erwähnt, den Message Controller. Von dem weiß man ja, dass er oft auch vor Interviews angerufen hat und die Fragen wissen wollte oder gewisse Fragen lancieren wollte. Wie hast du ihn erlebt? Das war bei der Krone eigentlich nicht nötig. Das, da gab es ein mehr oder minder stilles Einvernehmen. Der Kurz wurde ja auch sehr lange sehr gehypt. Also bei der Krone musste der Sebastian Kurz meiner Wahrnehmung nach selten Angst haben, dass die falschen Fragen gestellt werden. Das heißt aber, der Fleischmann hatte auch nicht allzu viel zu tun bei euch? Bei uns nicht, nein, anderswo glaube ich schon. Das war eine Art vorauseilende Gefälligkeit. Das war ja ganz interessant, dass auch eine der vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie ich dann eben Ressortchef war, war die oftmals synonymische Verwendung der Wörter gefällig und objektiv. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich erinnere mich gut an den Tag, als einmal der Chefredakteur zu mir kam und ich weiß nicht mehr, um welche Geschichte es gegangen ist, spielt auch keine Rolle, weil er meinte, das ist alles wunderbar recherchiert, ausgezeichnet, beinhart, ausgewogen wie immer. Und dann hat er gesagt, leider nicht objektiv genug und hat mir zugezwinkert. Und dann wusste ich, was er meint damit. Also es hat schon eine speziell kodierte Sprache auch gegeben im Haus quasi. Ja. Also das war mir dann schon ganz klar und es hätte auch wenig Sinn gehabt, mich dann dagegen aufzulehnen, weil die Entscheidung eh schon gefallen war. In der Nachbetrachtung erinnert Kurz in vielen Punkten an Karl-Heinz Grasser. Der war ja auch ein spezieller Liebling der Kronenzeitung. An was kannst du dich da erinnern? Naja, vom Grasser gibt es auch die Geschichte. Da war bei der Krone einmal wurde eine neue, unter Anführungszeichen, Interview-Queen implementiert. Das war eine junge Dame, die offenbar beim Herausgeber großen Gefallen gefunden hat. Ich wüsste aber nicht, dass das aufgrund ihrer journalistischen Qualitäten gewesen wäre. Und die wurde dann zum Karl-Heinz Grasser geschickt, um ein großes Sonntagsinterview zu machen. Und der Chefredakteur hat aber vorab den Karl-Heinz Grasser angerufen. So wurde es erzählt und hat ihm gesagt, am besten ist, du schreibst die Fragen und Antworten vorher schon selber. Und so geschah es dann auch. Ne? Also er hat dann sein Büro hat und selbst die Fragen und Antworten ausgearbeitet und die kamen dann mit dem Interview-Sternchen mit der Queen wieder zurück ins Haus. Ach, das ist aber eine revolutionäre Methode. Absolut. Absolut. Dass man quasi also nicht nur die Fragen vorher will, sondern auch gleich die Antworten mitschickt. Das heißt, der Interviewvorgang selber ist dann eigentlich relativ sinnlos. Nicht? Hat das dann noch so in der Form stattgefunden oder hat sie einfach nur das abgeholt? Das weiß ich nicht, aber man hätte auch einen Fahrradboten schicken können. Ja, ist es, sagen wir vom ökologischen Fußabdruck vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Wenn man möglicherweise, ja. Wenn das Schule macht, wer weiß. Also, und es war aber auch... Es war insofern auch nicht unschlüssig jetzt innerhalb des Systems, weil es gab ja auch Begebenheiten, die ich selbst miterlebt habe, wo es gibt im Zeitungsbegriff den Zeitungsjargon den Begriff Nachzieher. Das nennt man eine Geschichte, die einer bereits erschienenen Geschichte nachfolgt. Und da gab es Beispiele, wo also Texte von, wo Minister unzufrieden waren mit der Berichterstattung, wo dann am nächsten Tag aus dem Kabinett der sogenannte Nachzieher-Text aus dem Kabinett an die Redaktion wortwörtlich durchgegeben wurde.
Und das ist auch so erschienen. Nachvollziehbare Methode. Diese Begeisterung für den Karl-Heinz Grasser, die bei Hans Dichand gegeben war, deiner Meinung nach, war das wirklich, hat er den wirklich toll gefunden oder war das von Anfang an ein Kalkül? Ich glaube, dass es immer Kalkül war beim Hans Dichand. Der war ein unglaublich schlauer Mensch. Man kann von ihm denken im Nachhinein, was man möchte, aber er hat nichts dem Zufall überlassen. Und so sehe ich es auch bei Karl-Heinz Grasser. Das heißt, es war auch die Enttäuschung dann wahrscheinlich nicht allzu groß, wie sich herausgestellt hat, wie sich das für einen Grasser entwickelt, weil er nicht von Anfang an geglaubt hat, dass der jetzt... Nein, das glaube ich nicht. Und ich weiß, der alte Dichand hat zu mir selbst einmal gesagt, naja, jetzt watschen wir den Minister sowieso, ganz egal wen, den watschen wir jetzt 3-4 Tage ab, und dann inserieren sie wieder bei uns und dann sind wir wieder Freunde. Ein sehr pragmatischer Zugang. Ja. Die Krone-Kontinuität von Grasser zu Kurz manifestiert sich ganz speziell in der Figur Michael Janet. Der hat beiden richtiggehende Liebesbriefe geschrieben. Ist das bei ihm purer Wahnsinn oder steckt da auch Kalkül dahinter? Ich bin ja Gott sei Dank kein Psychotherapeut und auch kein Psychiater. Aber beim Janet ist es nicht nur Kalkül, glaube ich. Ein nüchterner Betrachter war ja nie in dem Sinn. Genau, ja, also im Wortsinn ein nüchterner Betrachter bestimmt, ja, ja. Was muss man als Politiker eigentlich tun, damit man Edda Graf in der Krone Bund seine Haustiere zeigen darf? Oh, das ist eine sehr gute Frage, mit der habe ich mich noch nie näher beschäftigt. Ich vermute, es fängt schon mal damit gut an, wenn es ein Hund ist. Ja, Hund ist an sich das Beste, oder? Beste Tier. Ja, Hund ist, glaube ich, sehr gut. Ja. Gibt's ein internes Ranking, glaubst du, welche Tierwertigkeit, wie gut? Also ich sage jetzt irgendwas, jetzt zum Beispiel ein Minister, der nur einen Hamster hat, hat wahrscheinlich relativ wenig Chancen, und im Vergleich. Ja, die haben ja auch kein Wahlrecht. Du spielst wahrscheinlich an auf die alte Geschichte mit Tiere würden Simon wählen, oder? Natürlich, das kommt immer wieder. Ja, das ist sogar jetzt in den Chats zwischen Schmidt und Kurz gewesen. Ja. Jubiliert damit, jetzt würden die Tiere Kurz wählen. Aber es ist schon, der Tierbezug ist schon ein ganz spezieller auch. Also das, da muss man sagen, hat die Krone tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal immer gehabt. Weil ich glaube, das wirklich geschafft hat man es, wenn man mit einem Hund auf der Titelseite war, oder? Ja. Und eine der großen Aussagen in aller Kürze von Hans Dichand war ja immer Kinder, Mädchen, Tiere. Das waren immer, diese drei Wörter haben mehr oder minder einen Kosmos umschlossen. Du hast auch Richard Schmidt als Kollegen schon sehr früh kennengelernt. Wie war eure erste Begegnung? Das war in seinen absoluten Anfängen und ich war damals, ich glaube, 3-4 Jahre in Salzburg als Reporter schon tätig und wurde an den Attersee geschickt zu einem Tauchunfall. Der war ja geografisch der Salzburger Redaktion wesentlich näher als Linz. Da kamen, glaube ich, zwei Menschen ums Leben und ich kam dorthin mit der Kamera bewaffnet und habe Fotos gemacht hat von den Tauchern und dergleichen. Dann kam ein junger Mann auf mich zu und sagt, ja, servus, ich bin der Richard Schmidt aus Linz. Und man dachte, aha, ja, wunderbar. Und seine Eltern haben dort ein Haus und er hat mir erzählt, er sei jetzt schon länger da bei diesem Unfall und er habe Fotos gemacht und sage ich, wunderbar, Richard, fahren wir gemeinsam in die Salzburger Redaktion und arbeiten wir das dort aus. Und das haben wir auch gemacht. Ich bin mit ihm nach Salzburg gefahren. Ich bin mit unseren Filmen in die Dunkelkammer gegangen. Wir haben das alles selbst entwickelt damals und habe unser beider Filme entwickelt. Und seiner war aber komplett schwarz, also völlig überbelichtet. Und daraufhin hat er mit mir zu schreien begonnen und gemeint, ich hätte seinen Film manipuliert. Was völlig absurd war, ich hätte ja nichts davon, ich war angestellter Redakteur, aber dem war so und das war unsere erste Begegnung und wir wurden nie wirklich beste Freunde, auch später nicht. Woran ist das gelegen? Ich würde sagen an seinen Charaktereigenschaften, die mit meinen nicht ganz kompatibel waren und das erging auch vielen anderen im Haus so, es hatte ja durchaus Gründe, dass er mal nach einigen Jahren vom Hans Dichand mehr oder minder aus dem Haus weggelobt wurde. Das war damals zu der Zeit, als der U-Bahn-Express herausgegeben wurde, der Vorläufer vom jetzigen heute. Und der Richard Schmidt war im Hause nicht wirklich sehr beliebt aufgrund seiner doch eher cholerischen Art. Und meine Erfahrung mit ihm war eigentlich die, wenn ich als eigentlich recht umgänglicher Mensch zwei Todfeinde im Hause hatte, dann war er einer davon.
Und das Bemerkenswerte daran war, dass er mich ja vor etwas mehr als 2 Jahren angerufen hat und mir allen Ernstes einen Job des stellvertretenden Chefredakteurs in seiner Online-Zeitung angeboten hat. Ja. Schmalbart News. Ja, also ich war, bin ja selten fassungslos und sprachlos, aber das war einer dieser Momente damals. Das ist wirklich erstaunlich. Was sagt man da sowas? Naja, er hat nämlich gleich das Gespräch so begonnen, dass er gesagt hat, Servus, lieber Thomas, wie geht's dir? Und du weißt doch, wir haben uns immer so gut verstanden bei der Kronenzeitung. Und das Erste, was mir dann eingefallen ist, war ein Schreiduell, das ich mir mit ihm und mit dem jungen Dichand geliefert habe. Wobei der junge Dichand nur die Ohren eingezogen hat und mich beide das halbe Haus verfolgt haben. Und der Arne, also der Schmidt, weil er auf mich Einfluss nehmen wollte und der junge Dichand, weil er mich immer beruhigen wollte. Und das war mein erster Gedanke, wie er da angerufen hat. Hat er mir gedacht, alter Schwede, wie schlimm muss deine Not sein, diese Position zu besetzen, dass du mich anrufst, ja? Also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber sicher nicht damit. Ja, erstaunlich. Mittlerweile, glaube ich, sucht auch mehr bei Russia Today nach ja. diesen Mitarbeitern. Das ist ja, kann sein. Ja. Neue Schritt. Der Schmidt hatte ja auch einen Deal mit HC Strache, dass sie sich gegenseitig Klicks auf ihren Online-Plattformen zuschanzen. Kommen solche Symbiosen zwischen Journalist und Politiker öfter vor oder war das eine Ausnahme? Ah, das weiß ich so nicht, aber beim Schmidt war es halt schon sehr extrem. Kann aus meiner Wahrnehmung jetzt, bei der Krone würde mir da niemand einfallen, der das ähnlich praktiziert hätte. Bei ihm war es halt so bemerkenswert, ne? Wir alle kennen ja den legendären Satz aus den Ibiza-Protokollen, wo der Strache gemeint hat, die Journalisten sind alles Huren, nur nicht der Schmidt von der Krone. Berühmter Satz. Und das Bemerkenswerte war dann, dass man selbst bei der Krone damals nicht mehr umhin konnte, ihn kalt zu stellen. Das war dann in der damals sehr aufgeheizten Situation doch dieser eine Dreh zu viel. Er wurde ja dann mehr oder minder ruhend gestellt und dann ist er ja zum Fellner gekommen. Und selbst dort wieder abgebaut worden. Ich finde das ja schon fast ein bisschen eine Leistung. Also beim Fellner unangenehm auffallen, das ist, ich habe immer gesagt, das ist wie wenn man als Zuschauer eines Heavy-Metal-Konzertes der Halle verwiesen wird, wenn man zu laut war. Sag, welche Rolle in der Meinungsmacher-Agenda der Krone spielen eigentlich die Leserbriefe? Die Leserbriefe, naja, die sind seit jeher von allergrößter Bedeutung. Wie Hans Dichand noch gelebt hat, war das ja mehr oder minder seine redaktionelle Spielwiese. Er hat sich ja sonst redaktionell kaum zu Wort gemeldet, außer mit seinen Cato-Kommentaren ab und an. Aber ansonsten war das schon, das war sein Bereich, über den er Einfluss genommen hat. Und die Leserbriefe wurden ihm schon vorgelegt, alle allerdings bereits vorausgewählt, weil man ja auch in seinem Büro schon genau wusste, was er gerne sieht und liest. Aber das heißt, die Praxis hat sich schon erhalten, dass einfach die Selektion der Leserbriefe ein ganz wesentlicher Punkt ist, um Meinung zu machen. Davon gehe ich aus, wobei ich das jetzt natürlich in den letzten Jahren nicht aus eigener Erfahrung heraus bestätigen kann, aber ich nehme an, dass es weiterhin so funktioniert. Es hatte bei Dichand geheißen, beim alten Dichand, er hätte auch noch selber welche geschrieben und selber erfunden. Ich nehme an, die Mühe macht man sich aber heute nimmer. Glaube ich nicht, nein. Es gab ja damals auch ein oder zwei Leserbriefschreiber, die waren überhaupt nicht greifbar als Person, als physische Person. Die sind weder in irgendwelchen Telefonbüchern aufgeschienen, noch in irgendwelchen Melderegistern. Möglicherweise also eine multiple Persönlichkeit bei Hans Ja, könnte es, können. Ja. Oder bei wem auch immer im Haus, ja. Wer auch immer dafür zuständig war. Ist sicher auch ein ganz interessantes Fach, Leserbriefe zu schreiben, nicht? Weil du musst in verschiedene Rollen schlüpfen und so. Ist eigentlich was durchaus Literarisches auch, nicht? Ja, durchaus, ja. Mhm. Wenn man da glaubwürdig bleiben will. Apropos, man weiß nicht, ob es es wirklich gibt. Du hast auch noch Peter Gnam erlebt. Viele haben ja an seiner realen Existenz gezweifelt, aber den gab es wirklich, oder? Ja, das kann ich bestätigen. So unglaubwürdig es klingen mag, nein, den gab's und gibt's wirklich. Da gibt's ja diese ganz legendäre Geschichte von einem Parteivorsitzenden, glaube ich. Ich glaube, es war jemand von der ÖVP, weil der Peter Gnam ja immer nur als mehr oder minder Phantom durch die Medien gegeistert ist und nie bei irgendwelchen Presseterminen oder sonst wo zu sehen war. Und dann kam er eines Tages tatsächlich zu einer Pressekonferenz, so lautet die Geschichte, die
uns überliefert wurde. Und dann rief der vom Podium herunter, ja, Herr Gnam, Sie gibt es ja wirklich. Ja, ich habe noch eine sehr lustige Anekdote zu Peter Gnam, die ist gar nicht so lange her. Nämlich nach der Bundespräsidentenwahl hat Peter Gnam einen Leserbrief an die Kronenzeitung geschrieben. Also was ich an sich schon toll finde, dass der ehemalige Chef von der Innenpolitik selber einen Leserbrief schreibt, vielleicht auch um zu zeigen, dass es ihn wirklich gibt. Und der Inhalt war toll, weil er hat sich beschwert über Tassilo Valentin, den Kandidaten der Bundespräsidentenwahl, der quasi mit Krone-Backup gestartet ist und hat gemeint, das war ganz schwach, was der geliefert hat. Und Nimmerrichter, der Stabal, hätte mindestens 30% bekommen. Glaubst du, hat er recht damit? Das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er das geschrieben hat. Ist das schwache Abschneiden von Tassilo Valentin nicht auch ein Alarmsignal für die Kronenzeitung gewesen? Wenn man es aus Sicht der Krone sieht, wahrscheinlich schon. Wenn man es aus Sicht einer Demokratie sieht, dann ist es das Gegenteil. Ich glaube, dass das vor 10, 15, 20 Jahren ganz anders gelaufen wäre. Ich gehe schon davon aus, dass dieser Einfluss sich um einiges verringert hat. Es wirkt doch wie ein Zeichen in die Richtung, weil wenn man selbst trotz dieser massiven Kampagne und dieser Unterstützung nicht einmal 10% bekommt und sogar von der Bierpartei überholt wird, also da muss doch auch ein paar gekränkt haben in der Krone. Davon gehe ich aus, ja. Aber ich sehe das eher positiv. Es ist ein Zeichen für den schwindenden Einfluss. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass es mehr mündige Menschen gibt als früher, die also die Krone nicht nur für ihre Bibel halten. Und das ist ja durchaus positiv zu bewerten. Der Tassilo Valentin wollte ja vorher schon Minister werden und hat bei Sebastian Kurz für sich selber interveniert. Dass Journalisten bei Politikern intervenieren, ist ja eher nicht so die Regel, oder? Kommt das öfter vor, als wir glauben? Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht die Regel ist. Man muss ja nur in die jüngste Vergangenheit schauen, wenn es um allfällige Jobbesetzungen geht. Das haben wir ja erst vor ein paar Monaten. Letzter Zeit, ne? Ja, oder auch wie es bei der Presse war. Wobei, da muss man schon eine Lanze brechen für die Redaktion der Presse. Das hat auch dort Empörung ausgelöst. Es wird nicht selbstverständlich hingenommen. Nein, sicher nicht. Und das ist auch meine Hoffnung, jetzt auch um auf die Krone zurückzukommen, das ist sicherlich auch meine Hoffnung, dass die Jungen, die Nachkommen, da schon auf lange Zeit etwas ändern werden. Derzeit sehe ich es noch nicht, weil derzeit sind nach wie vor die Alten unter Anführungszeichen am Ruder und sitzen in den wesentlichen Positionen. Und solange das so ist, wird sich da auch nicht so viel ändern, glaube ich. Das hat auch mit ganz banalen Dingen zu tun. Einfach damit, dass du, wenn du 30 Jahre bei der Krone bist und eine leitende Funktion hast, dann gibst du diesen Job nur sehr ungern auf. Einerseits aus persönlichen Befindlichkeiten heraus, weil Menschen, die dann aufhören dort, glauben, sie stürzen in ein Loch der Nichtbedeutung, vor allem aber auch in finanzieller Hinsicht. Die Krone war seit jeher bei den Privatmedien jenes, das mit Abstand die besten Gagen gezahlt hat. Und das ist dann letztlich, wenn du die richtigen Leute in den richtigen Positionen hast, auch eine Art von Korrumpiertheit, weil halt Menschen nach 30 Jahren mit Bestgagen das nicht ohne weiteres über Bord werfen. Ganz generell gefragt, glaubst du, wird die Aufarbeitung der Inseratenkorruptionsaffäre zu einer nachhaltigen Veränderung der österreichischen Boulevarddemokratie führen? Ich hoffe es sehr. Es wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, weil Stichwort Boulevarddemokratie, da geht es ja auch immer um die berühmte Trennung von Redaktion und Anzeigenabteilung und dergleichen, was sich ja an und für sich bei ernsthaften Medien von selbst verstünde. Aber das habe ich in meiner Zeit dort überhaupt nicht erlebt. Das war ganz im Gegenteil. Also manchmal saß auch der Leiter der Anzeigenproduktion in den Ressortleiterkonferenzen dabei und hat klipp und klar gesagt, was ich, der hatte eine gewisse politische Ausrichtung, ja, die jedermann kannte. Und gesagt, ja, morgen inseriert die FPÖ eine ganze Seite da und dort und da müssen wir auf der Gegenseite schauen, dass wir halt irgendwie einen guten Artikel dazu platzieren. Das war Usus, das war Alltag. Und wurde auch nicht besonders hinterfragt, sondern das war einfach so. Wenn, dann nur im Stillen. Im Senior gegenüber, dem alten Tichernd, hat da kaum jemand das Wort erhoben. Dieser Spirit dürfte aber mit Eva Tichernd weiterleben. Ja, wobei da kann ich wenig dazu sagen. Die Eva
dich und hat so direkt Einfluss genommen. Bei der Krone hat sie nie, so dass man, dass sie angerufen hätte oder dergleichen, aber indirekt ganz sicher, weil ihr Mann dann oft über Nacht ganz mit ganz anderen Ansichten die Redaktion wieder betreten hat als am Vortag. Und ich gehe davon aus, das war noch ein Gespräch zu Hause. Das könnte ja durchaus möglich sein, dass die beiden sich miteinander unterhalten. Ja. Das kann ich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Du hast auch eine interessante Begegnung mit Wolfgang Schüssel am Fußballplatz gehabt, bei der der Ex-Kanzler ein wenig die Kontenance verloren hat. Wie war das damals? Ich habe ja sehr lange als Tormann gespielt auch und war vom Team Georg Weiland, also Chefredakteur der Krone nach wie vor, eingeladen in seiner Mannschaft gegen das Team Schüssel anzutreten. Und man sagte mir auch zu meinen Aktivzeiten immer schon nach, der Schrems zieht niemals zurück. Das hat oftmals schlecht geendet, sowohl für mich wie auch für die gegnerischen Stürmer. Und da war es halt auch so, der Wolfgang Schüssel kam wieselflink, von mir aus gesehen rechts außen daher und hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Und ich bin mit meiner ganzen Wucht hinaus, habe mich ihm vor die Füße geworfen und das hat zur Folge gehabt, dass der Schüssel abgehoben hat, lupenrein. Also richtig, hat richtig schön abgehoben. Und als er sich wieder gefangen hat, hat er dann wüst angefangen, mich zu beschimpfen. Und der Weiland hat sich umgedreht zu mir, der hat Stopper gespielt, Libero quasi, und hat nur gelacht und hat gesagt, ja, so ist er, der Wolfi. Kann man da eigentlich was zurücksagen? Ich habe dann einmal viele Jahre später, also mir wäre auf der Zunge gelegen, selber Wolfi, das, was er zu mir gesagt hat, das habe ich ihm aber dann Jahre später in Form eines Facebook-Postings ausgerichtet. Du hast mittlerweile viel von deinem Erlebten zu einem Buch verarbeitet. Worum wird es darin gehen? Ja, also ich habe schon viele Bücher geschrieben, aber die meisten sind Sachbücher, als beauftragte Sachbücher, als Ghostwriter. Aber das Buch, um das es hier geht, ist ein Medienroman, an dem habe ich 7 Jahre lang gearbeitet. Der heißt Tod einer Randnotiz und es dreht sich in wenigen Worten um einen Chefreporter, der sehr saturiert ist, bei einem Massenblatt arbeitet, auf Du und Du mit den Größen des Landes ist und sich unbewusst zum medialen Werkzeug in einer bizarren Verbrechensserie rund um das Wachsjugendkabinett Madame Tussaud macht. Und da sterben dann ein paar Menschen unter seinem medialen Zutun und er muss sich den Fragen nach Moral, Schuld und Verantwortung stellen. Und die Geschichte ist aber nur an der Oberfläche eine Kriminalgeschichte und spielt eben vor dem jetzt beschriebenen Hintergrund der systemischen Korruption von Boulevard und Politik, wo es um die ganzen dubiosen Deals geht, um Luxusreisen für gefährliche Berichterstattung und dergleichen. Da wird halt, das ist wie ein roter Faden, der sich durch das ganze Buch zieht. Natürlich alles rein fiktiv, logischerweise. Aber 7 Jahre in einem Buch schreiben, Kompliment dafür, das ist natürlich, das erfordert ja auch eine enorme Disziplin. War es deine Absicht, du möchtest wirklich möglichst komplett deine Erfahrungen hineinbringen? Oder wie ist dir das Buch so gewachsen? Naja, das hatte auch mit meinem Abschied bei der Krone zu tun. Ich wollte an und für sich, also dass ich mich jetzt so wie hier bei dir öffentlich äußere, war nie mein Ziel. Es ging mir nie darum, irgendwelche Schmutzwäsche zu waschen. Ich habe 6-7 Jahre lang mich öffentlich überhaupt nicht geäußert zu irgendwelchen Themen und habe das alles literarisch abgearbeitet, was ich erlebt habe. Das war eine zweiteilige Katharsis, die ich mehr oder minder durchlebt habe. Die erste war, dass ich mich von meinem ersten Buch, das ich jemals geschrieben habe, öffentlich distanziert habe. Und warum und, das? Das war die Biografie über den unzähligen Felix Baumgartner, die vor 20 Jahren erschienen ist. Und ich kannte ihn noch aus Salzburg, wo ihn noch niemand kannte. Und wir haben uns damals eigentlich recht gut verstanden. Und dann kam ja sein großer Höhenflug und dann diese Allgeschichte und dergleichen. Und vor 6 oder 7 Jahren, glaube ich, Bundespräsidentenwahl, genau, da wurde Van der Bellen erstmals gewählt. Und der Herr Felix hat sich verblödet und hat ein gefaktes Bild aus dem Internet auf seine Homepage gestellt. Das war ein Foto, wo jemand mit einem Sechsertragerl, ich glaube Otterkringer Bier, ins Auto einsteigt und darauf montiert war der Kopf von Van der Bellen. Und da hat er ein paar blöde Zeilen dazu geschrieben. Und als ich das gelesen habe, ist mir der Kragen geplatzt und habe dann ein Posting
nur an meine damals 100 Facebook-Freunde geschickt. Das waren alles Menschen aus meinem echten Leben. Und das ging total viral. Da waren binnen 3 Tagen, glaube ich, 23.000 Likes und zigtausende Kommentare und Fernsehen, Radio und sonstiges. Und und dann vor 2 Jahren, da war der Roman eigentlich schon weitestgehend fertig. Ich wollte es immer nur alles für mich einfach aufarbeiten. Kam dann diese unselige Geschichte, unselig und selig zugleich, eigentlich mit den Chats von Thomas Schmidt. Selig insofern, weil wir wüssten ja sonst gar nicht offiziell, welches Sittenbild hier herrscht. Und das war diese Aussage, wenn du dich erinnerst, reisen wie der Pöbel. Und das hat mich damals dann veranlasst, dem Sebastian Kurz dieses Facebook-Posting zu schreiben, auf das dann der Florian Klenk aufgesprungen ist. Und ich habe gemerkt, dass mich das Thema nach wie vor begleitet. Was ja auch kein Wunder ist, wenn du mehr als ein Vierteljahrhundert lang Gift in deinen Körper hineinschüttest, dann braucht es auch lang, um das wieder abzubauen. Und bei der Seele verhält es sich im Prinzip genauso. Das heißt, diese 7 Jahre, die du geschrieben hast, an dem Buch, war auch für dich eine Befreiungsarbeit? Absolut, ja. Es war ganz wichtig, um mit dem allen abschließen zu können, um mir auch klarzumachen, dass das der einzig richtige Schritt war und dass ich jetzt wieder mit einem Lächeln in den Spiegel schauen kann, auch wenn mir ein zerknittertes Gesicht entgegenblickt. Aber es macht das Leben doch um einiges lebenswerter. Das ist gut. Jetzt ist es fertig, das Buch? Ja, es ist fertig und es wird im Frühling 2024 in einem deutschen Verlag erscheinen. Warum kein Österreichischer sich darüber getraut hat, darüber kann man spekulieren. Ich halte auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass es ein Erfolg wird und sage danke für das Gespräch. Ich danke dir herzlich, Herr. Das war die 83. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche ist es dann soweit mit der Live-Premiere. Zum Finale der 7. Staffel können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmals auch zuschauen. Am Montag, den 12. Juni um 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten. Auch mein Abschlussgast wird live auf der Bühne befragt. Es ist wie bei jeder bisherigen Staffel Florian Klenk. Wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie uns doch besuchen. Bis dahin. Bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.